Wir müssen ein bisschen gegensteuern. Bisschen gegensteuern. Ja, ein bisschen Östrogen hochmachen. Ist ja auch wichtig. Nicht zu viel, aber ein bisschen. Deswegen gucken wir uns jetzt weniger Training, mehr Gains, Pool-Workout und Fitness-Learnings von Leonie. Let's go. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, Hallo. Ich bin schon auf dem Stepper. Wir machen uns warm, denn jetzt geht's ins Training. Kai und ich haben gerade schon eine kleine Booster-Party im Auto gefeiert. Also wenn ich euch beiden hier begegne, ne, die wohnen ja jetzt hier bei mir 15 Minuten vom Wuppertal entfernt. Da geht's was gerade gleich aber was direkt um Kappes, Alter. Mal ein bisschen Warm-up, denn es steht so, hier bei mir in der Hut wird so eine Scheiße nicht gemacht, Mensch. Heute meine härteste Einheit aus meinem Trainingsplan an, nämlich Full Body, Full Body, so. Also alle Zugübungen sozusagen, die man für den gesamten Körper machen kann, beziehungsweise die ich in meinem Trainingsplan habe für den gesamten Körper. Bedeutet, wir fangen heute mit rumänischem Kreuzheben an, danach kommen Kickbacks, danach kommen einige Rückenübungen und am Ende glaube ich auch noch was für die seitliche Schulter. Es wird auf jeden Fall intensiv und anstrengend, aber ich freue mich riesig, weil rumänisches Kreuzheben habe ich nur einmal die Woche, beziehungsweise einmal in einer Rotation, also einmal in 8 Tagen und es macht immer riesengroßen Spaß. Deswegen würde ich sagen, ein bisschen Warm-up und dann let's chase the booty pump. Wer wollte ihn nicht, Freunde, diesen berühmten Booty Pump? Besser im Pull Full Body Tag. Einfaches Tragen, was der Rücken feist, damit man sich richtig an Motivation abholen kann. Auf jeden Fall werden wir uns jetzt erstmal aufwärmen für rumänisches. Sind diese Kopfhörer nice von Apple? Diese On-Ear-Dinger? Trotzdem, das bedeutet, ich fange an mit. Na, Schweine teuer, ne? Der Stange, ganz entspannt. Ich steige mich ungefähr so in 20, 30 Kilo-Schritten. Ich habe die von Bose, die sind ganz gut und kosten irgendwie ein Drittel. Mal schauen. Ja, dann sollten heute auf jeden Fall eigentlich die 80, 90 Kilo auf ganz entspannt bewegt werden. Okay, Freunde, danke für euer Feedback. Alle sagen, nein, ist Schmutz. Okay, danke. Let's go. Übrigens, viele haben ja immer Rückenschmerzen bei rumänischen Kreuzheben. Und bei vielen liegt es einfach daran, dass sie die Übung im Hohlkreuz ausführen. Aber den Rücken wirklich schön zu schützen und ganz stabil zu bleiben, kipp einfach dein Becken nach hinten, dass du das sozusagen deinen Lendenwirbel. Roman, danke dir für den Support, Mann. Der sich ein bisschen rundet und spann den Po an. Auch wenn es nicht so schön aussieht. I know, aber ist besser für dich. Pablo, sowas schreiben wir hier nicht rein. Vergebene Frauen werden nicht gesmashed oder sowas hier reingeschrieben. Hört auf damit, benehmt euch bitte im Chat. Sonst gibt es ein paar Timeouts. Die Onkels und Tanten warten im Chat, nur um Timeouts zu verballern. Also bitte Respekt im Chat. Auch wenn sie hier provoziert mit den Aufnahmen, bitte ich euch dennoch. Dankeschön. Mit unbekannten Mädels macht, was ihr wollt. Ist mir egal. Easy, easy. Da können wir direkt mal 80 gehen, ganz entspannt. Bevor ich meine Bandscheibenvorfälle hatte, habe ich 120 mal 6 gemacht. Oder macht, ich weiß gar nicht. Aber ja, das hat sich natürlich ein bisschen verändert. Wir machen übrigens auch pausiertes rumänisches Kreuzheben. Nicht klassisches rumänisches Kreuzheben. Es hilft mir enorm dabei, meine Stabilität zu wahren, weil wenn du halt einfach nur runter gehst und dann direkt wieder hoch, dann bist du halt nicht gezwungen, deinen Rumpf so stark anzuspannen, wie wenn du halt unten eine kleine Pause machst. Dementsprechend, falls ihr damit Probleme habt oder Angst habt, euch auch zu verletzen oder so aufgrund einer vergangenen Verletzung, dann versucht es auf jeden Fall mal so. Und wir machen jetzt 80. Das kann ich im ersten Arbeitsplatz. Die Kopfhörer sehen wirklich so aus wie diese Dinger, die mein Vater, die Hector, auf der Baustelle benutzt, wenn er mit der Flex arbeitet, ne? Damit da so, damit er keine Ohrenschmerzen bekommt von der Akustik, von der Lautstärke. So sehen die Kopfhörer aus. 1:1 gleich, Digga. Wie von 3M. Das schon? Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht haben wir noch. Gehörschutz, ja, für Rasenmäher. Ja, stimmt. Einsatz. Okay, das war auf jeden Fall anstrengender als gedacht. Dementsprechend machen wir jetzt direkt mal den Satz mit 90 Kilo her. Ich habe immer einen Satz mit relativ hohem Wiederholungsbereich von 11 bis 14, glaube ich. Und der zweite Satz ist dann 7 bis 11 Wiederholungen. Ich glaube, jetzt habe ich gerade 12 gemacht. Und den kommen wir einfach mit rein, weil das war schon schwer.
600 Euro kosten diese Kopfhörer, das ist Wahnsinn, Digga. Hol ich mir 3 Paar von Bose. Erste Übung von, I don't know, 7. Und ich bin schon komplett am Ende. Aber der Satz war auf jeden Fall geil. Und das gibt mir jetzt nochmal Doppelsicherheit, dass ich den zweiten Satz auch nochmal 90 Kilo mal 9 Wiederholungen machen konnte. Weil ich weiß, okay, war kein Einzelfall. Ich bin wirklich so stark und das passiert wirklich nicht. Weiter geht's zu Kickbacks. Yes! 12,5 Kilo ist ein anderer Kabelzug als sonst. Aber da muss ich mich einfach mal ein bisschen ausprobieren und schauen, welches Gewicht. Benutzt aber auch wirklich Aufnahmen hier, ne? Film doch von der Seite, was soll das denn? Roman, danke dir nochmal hier für die Abos. Nein, Apple-Produkte oder PlayStation 5 und alles kostet genauso viel in Polen wie in Deutschland. Häusli zwischen beiden Seiten, damit wir schön ein bisschen regenerieren können. Bei Kickbacks ist jetzt nicht so dramatisch, aber wenn ihr zum Beispiel Bulgarian Split Squats macht, Leute, nehmt euch genügend Zeit, um euch zu erholen für den nächsten Satz. Ich weiß nicht, was das für ein Gym ist. Keine Ahnung. Weiter geht's. Freunde, an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet und euch stabile Supplements gönnen wollt, dann besucht die Seite esn.com mit dem Rabattcode William. Sichert ihr euch immer den besten Deal, beispielsweise auf das ISO Clear oder einen stabilen Pump Booster. Hier Crank Pump Pro kann ich euch empfehlen. Und wenn ihr was Gutes für eure Gesundheit tun wollt, haben wir auch reichlich Vitamine, wie zum Beispiel Athlete Stack. Also Rabattcode William, esn.com. Vielen Dank für den Support. Weiter geht's mit dem Video. Kenn ich nicht. Soundtrack. Falls ihr euch fragt, wie eignen sich AirPod Max zum Training? Naja, eher so semi. Ey, bei allen Übungen, wo man sich irgendwie nach vorne beugt oder so, rutschen die Dinger. Bestes Lied im Hintergrund, Tupac. Also so durch die Gegend. Der Klang ist dafür zwar geil, aber I don't know. Also, wenn ihr keine Übung macht, wo ihr euch irgendwie nach vorne oder nach hinten beugt, dann ja, aber sonst. Ja, ihr müsst aber auch bedenken, die Zuschauer von Leonie sind bestimmt zu 90% sind das Damen, sind Frauen. Genauso wie die Follower. Von daher ist das, guck mal, ich weiß, wir reden jetzt ja immer oftmals von Gleichberechtigung, okay? Wenn wir Männer Trainingsvlogs machen, Digga, die Männer ziehen sich aus, die flexen vor Kamera, die zeigen ihre Beine, die zeigen komplett ihren Arsch, ihre Streifen, Doppelbizeps, für uns das normal. Solange eine Frau dann einmal eine Übung macht, wo man den Gluteus sieht oder den Arsch, werden wir direkt alle, die meinen nicht ich, aber die meisten sexistisch, obwohl sie eigentlich nur zeigen möchte, wie sie die Übung ausführt und natürlich, wie sie ihren Arsch auch brutal trainiert hat. Ist ja völlig okay, ist ja völlig legitim. Deswegen finde ich, natürlich, bei uns im Stream gucken zu 90-95% Männer zu. Da sind auch ein paar Jungs, die können sich nicht benehmen. Und die Übung ist ja auch, ja, so wie du schreibst, die Übung ist für den Arsch, für den Gluteus. Da muss man ja auch, Digga, wenn du den Bizeps trainierst, zeigst du doch auch nicht die Wade vor Kamera. Natürlich geht die Kamera dann voll auf den Bizeps von allen Varianten, von allen Übungen. Ist normal, deswegen müssen wir uns da zusammenreißen. Benehmt euch bitte, seht es als Trainingsleistung an und nicht als, keine Ahnung was, Freunde, Pornofilm oder ich lese ja hier alles Mögliche im Chat. Das ist asozial. Ja, Freizeitkopfhörer. So, es wird natürlich auch getrackt. Hier waren die Deadlifts und jetzt haben wir hier 2 Sätze für die Cable Kickbacks. Einmal mit 12,5 mal 16 wird der erste Satz und den gleichen machen wir jetzt nochmal ebenfalls mit 12,5 mal. Mal gucken. Und ihr fragt immer, Leonie, was benutzt du denn da eigentlich für eine App? Leute, das ist einfach nur Excel. Ihr könnt ganz einfach in Excel eine Tabelle für euch anfertigen mit eurem eigenen Trainingsplan. Ich habe von Excel gar keine Ahnung. Ich habe da jemanden, der mir die Tabellen alle macht. Da könnt ihr zum Beispiel auch bei Kai und mir mal auf dem Instagram-Profil vorbeischauen. Wir haben ein Highlight, das nennt sich Aufbau-Challenge. Und da gibt es einen Link zu einer Excel-Tabelle bzw. einem Excel-Sheet, wo ihr dann einfach selbst eure Übungen eintragen könnt, nachdem ihr das heruntergeladen habt. Und dann könnt ihr genauso wie ich hier einfach euren Trainingsfortschritt tracken und wisst halt, was ihr an Gewichten bewegt habt. Let's go, nächster Satz. Die ist voll im Modus, guckt bei ihrem Blick. Hat die sich auch vom Gedanius abgeguckt, ne? Die Übung seitlich zu machen, so auf dem Boden. Musik.
So, diese Übung läuft folgendermaßen ab. Und zwar habe ich von Kaiser eine Tube gesnackt. Da läuft aber echt richtig geile Mucke, Alter, in dem Gym. Da braucht man keine Zuflöten, weil es wirklich eine richtig krasse Auflage ist für die Hand. Das passt perfekt an die Form an und ist auch noch angeraut. Und man kann den Daumen auflegen, bedeutet, man macht automatisch besser, ohne den Bizeps zu involvieren. Ich benutze die Maschine nicht so klassisch, wie sie eigentlich gedacht ist, sondern ich pack mich hier unten hin und dann machen wir einarmiges Rudern für den Lat. Bedeutet, wir sind hier ein bisschen auf. Ich will das auch mal so ausprobieren. Das sieht schon nicht schlecht aus. Aber ich habe nicht diese ganzen komischen Griffe da parat. Offen positioniert, unser Arm läuft dementsprechend leicht schräg vor unserem Körper. Das sorgt dafür, dass wir einen stärkeren Optimatismus haben. Dann versuchen wir mit einem doch relativ gestreckten Arm, zumindest im Gedanken, das Gewicht runterzuziehen. Und das schön aus dem Land. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Ausgeschmackt auf jeden Fall. Ich weiß, Rückentraining ist immer ein bisschen kompliziert, aber Leute, wenn ihr euch das Ganze wirklich vereinfachen wollt, dann überlegt euch eure Übungsauswahl so, dass ihr... Ihr Rückentraining ist kompliziert, mein Rückentraining ist nicht kompliziert. Insgesamt innerhalb einer Woche auf jeden Fall vier folgende Bewegungsmuster abdeckt, und zwar einmal enges Rudern von oben, einmal breites Rudern von oben, dann enges Rudern von vorne und breites Rudern von vorne. Damit deckt ihr eigentlich ziemlich gut den gesamten Rücken ab. Ihr müsst euch nicht so viele Gedanken machen, falls euch das Ganze zu komplex ist. Jo, auf jeden Fall trainieren wir hier unsere Rückenbreite. Leichte Rotation, Arm vor dem Körper, Schulter runterdrücken und go. Ja, Leute, ich habe keinen Bock mehr. Ich sag's euch ehrlich, die RDLs und die Kickbacks knallen immer schon so rein. In dem Fall mache ich jetzt weiter mit der Lenzroder-Maschine. Normalerweise habe ich eine, die... Roman, danke dir für die Abos, Mann. Reicht jetzt langsam hier. Ein bisschen mehr in die Traps geht. Die hat leider einen sehr geraden Bewegungslauf, Ablauf nach unten. Ich hätte es eigentlich immer so, dass ich mit nach hinten ziehe, damit ich halt eher die Rückendichte stimuliere. Aber viele so plate-loaded Rückengeräte finde ich überhaupt nicht geil, ne? Das ist so schlimm, wir bauen das einfach um, und zwar lehne ich mich einfach weiter nach hinten und ziehe dann runter. Ist das der Gedanius da vorne? Ist ja auch ein, ja. Ja, Mann, das ist er. Rechten Winkel, der weniger kreiert oder so. Der dreht da wieder völlig durch im Hintergrund. Kämpft mit der Langhantel, Alter, ich glaub's nicht. Packt sich im Schritt, hat er sich da verletzt oder was ist da passiert? Guck mal, ich glaube, der hat sich wehgetan an der Eier. Da. Was macht er da, Alter? Naja, Setup super optimal. Aber das ist nicht so schlimm. Die Mut sinkt, ich sag's euch ehrlich. Aber ist normal. Das ist meine längste Einheit und sind die ersten zwei Übungen. Smoking and Riding von Ja Rule. Was ein Song. Unbedingt abchecken. Du bist dann einfach so die Luft raus. Aber deswegen macht man dann sowas wie eine Trainingsplananpassung nach mehreren Monaten, damit man halt schauen kann, okay, das war vielleicht ein bisschen suboptimal. Was könnte man verbessern? Wie kann man die Trainingsperformance noch weiter steigern? Welche Übungen haben sich als gut erwiesen und welche nicht? Werde ich auf jeden Fall mit Lukas, also meinem Coach, besprechen, dass wir die Einheit ein bisschen kürzen, weil kann ja nicht sein, dass man hier 3 Stunden ballert. Und das geht nicht, Mann. Und der ist komplett kaputt. Ich verstehe eh nicht, der Gedan trainiert ja auch so lange, ne? Immer 3-4 Stunden. Der Song, der jetzt läuft, I Got Five On It von Lunis. Davor Ja Rule, Smoking and Riding. Geile Oldschool-Hip-Hop-Lied. Währenddessen Kai in seinem Element. Da ist er, Gedanius, Alter. Und der Hip trustet hier das halbe Gym weg, Digga.
DMX, ain't no sunshine. Das ist weggehauen, Alter. So, die Rückenparty geht weiter. Ich habe jetzt Shared Audio gemacht mit meinen Kopfhörern und seinen Kopfhörern. Das war richtig hardcore. Und ich glaube, das hätte ich wahrscheinlich einfach früher machen sollen, um meine Motivation wiederzukriegen. Dementsprechend, jetzt gibt es Überzüge, für die wir uns schön weit nach vorne lehnen, damit wir hier oben, also in der Gedehnposition vom Latissimus, ordentlich Last haben. Und dann finden wir einfach nur die gestreckten Arme hier nach oben. So habe ich die auch noch nie gesehen, so parallel mit der Brust zum Boden. Pain, einfach nur Pain. Aber geil. Davon habe ich noch einen Satz und dann haben wir noch 5 Sätze Schultern und dann sind wir schon durch. Oh, Halleluja. Das war irgendwas von Warren G. Kennt einer das Gym? Können wir da mal hinfahren? Das ist ja bei mir, ich fahre 20 Minuten dahin, wo die wohnen. Ich mache die viel aufrechter, so schräge Position, also nicht komplett aufrecht, sondern so schräg, so auf 13 Uhr ungefähr. Was ihr da gerade gesehen habt, war mehr oder weniger ein Rest-Pause-Set. Das bedeutet, ich höre nicht direkt dann auf, wenn ich das erste Mal das Muskelversagen erreiche, sondern ich pausiere dann ganz kurz, in dem Fall hier in der Dehnung oben, es ballert richtig rein. Und dann mache ich nochmal ein paar Wiederholungen, wieder bis zum Muskelversagen und das Ganze dreimal insgesamt. Schaller, wahnsinnig. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir die Schulter machen. So, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um kein weiteres Video zu verpassen. Kommentiert das Video fleißig, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr mich supporten wollt, beispielsweise ein schönes Whey-Isolat oder beispielsweise ein Whey-Protein oder einen schönen Booster, könnt ihr wie immer euch den besten Deal sichern mit dem Rabattcode William auf esn.com. Ich danke euch für den Support. Vielen lieben Dank.